jetzt ein musikalisches Vergnügen von und mit einer Gruppe, die unsere Sprache spricht. Es ist eine verständliche Sprache, denn es beinhaltet Gedanken, Gefühle, Haltungen junger Leute und das alles wird sehr gut musikalisch verpackt. Sie wollen? Nein, er will anders sein. Panko! Was er heute noch machen kann. Fernsehen findet gar nichts statt. Soll er was lesen? Disco hat er satt. Zuerst wird er mal zur Kneipe gehen. So für 2, 3 Bier im Stehen. Da sitzt heute auch Steffi drin. Aber er geht zum Stammtisch hin. Hier sitzen die, die immer hier sind. Die meinen, dass er am meisten spielt. Mit dritten Bier fängt das Gejammer an. Was man alles nicht darf, nicht kann. Er hat außer Klagen noch mehr zu sagen. Allein scheint ihn nicht zu sehen. Mit der würde er schon ganz gerne gehen. Das nicht nur für eine Nacht. Er hat da an was Längeres gedacht. Dann wäre er auch nicht mehr so allein. Zu zweit würden sie ganz anders sein. Er hört kaum zu, wird ganz leise. Geht in Gedanken schon auf Zauberreise. Manchmal will er sowieso weg nach irgendwo. Aber er haut nicht ab in einen anderen Ort. Er rennt nicht vor Problemen fort. Abzuhauen fällt ihm nicht ein. Er will doch ganz anders sein. Steffi geht jetzt los. Was macht er bloß? Ziemlich trübe aus. Soll er sich unter Kopfhörern verstecken? Sich dabei seine kleinen Wunden lecken? Bloß nicht daran